Hallo Ralf Paschen für Jagdhaus Wilhelmshöhe. Ich habe schon wieder eine gefunden, aber ich glaube, das geht nicht ewig so weiter. Und ich denke immer, bei der ist es diesmal aber wirklich die letzte. Nicht die letzte im Sinne von die letzte, sondern die letzte wirklich feine und jungfräuliche, die man finden kann. Es handelt sich mal wieder um eine Repetierbüchse aus dem Hause Manufaktur Theo Jung, hergestellt im Jahre 2010, so zumindest der Beschussstempel. Und hier können wir ganz, ganz sicher sein, dass dieses Gewehr von Theo gebaut worden ist und nicht als eine halbfertige Waffe im Nachlass im Anschluss nach seinem Ableben hergestellt wurde. Diese kleine Repetierbüchse im Kaliber 308 Winchester zeichnet sich durch ein Mauser-Kurzsystem mit einer Single Square-Bridge aus. Die Büchse verfügt über einen 51 cm langen Lauf, der mittels einer Viertelschiene, die über einen Ring geschoben und verlötet wurde, ebenso wie die Riemenbügelaufnahme und der Kornfuß, der auch über einen Ring fest auf dem Lauf verlötet wurde. Das System ist, wie man unschwer erkennen kann, bunt gehärtet, trägt die klassische Dreistellungshorizontalsicherung. Die hintere Brücke ist mit dem Prisma eingefräst, sodass sie die Hinterfußmontage der Schwenkmontage aufnehmen kann. Zur Verstärkung im Pistolenhals haben wir die verlängerte Scheibe sowie den verlängerten Bügel. Dann natürlich auch der kleine Kasten, der der 308 Winchester-Patrone geschuldet ist. Und das, was ich an Theo sehr mag, eben diesen super feinen kleinen blauen Abzugszüngel. Der Kammerstängel ist auch ein kleines bisschen verlängert. Das ist unschwer zu erkennen. Die Handschrift von Herrn Funk für das Englisch würde ich nicht sagen, dass er das war, aber es ist nichtsdestotrotz sehr fein ausgeführt. Das Holz lässt sicherlich auch keine Wünsche offen. Es ist ein dunkles Holz, das von Gernot Walter mit einem fantastischen True Oil Finish versehen wurde und einer sehr schönen belederten Kappe. Auch hier ist die Riemenbügelaufnahme nicht einfach nur in den Schaft geschraubt, sondern mittels Skalpell und dieser beiden Schrauben hervorragend eingelegt. Des Weiteren trägt das System zur Stabilisierung einen Querstollen und hat neben der feinen Arabeskengravur diese sehr dezenten Goldeinlagen. Tja, was ist noch zu der Büchse zu sagen? Sie ist in einem neuwertigen Zustand. Man sieht das auch nicht zuletzt an der zu 100% blauen Auszieherfeder. Und was noch zu erwähnen ist, die Waffe hat ein sehr, sehr vernünftiges, schickes Glas, das in der Größe der Waffe angepasst ist. Das heißt, wir haben hier kein Ofenrohr, sondern wir haben hier ein Swarovski Z6i 1,7 bis 10 mal 42. Damit ist dieses Glas drückjagdtauglich, genauso für den Ansitz und für die Pirsch. Und auch Schüsse auf 300 Meter Entfernung mit der 308 kein Problem, mit dem Gewehr sowieso nicht, weil die Schussleistung liegt hier bei 3 Schuss auf 100 Metern, umschlossen unter 25 Millimetern. Die Abzugscharakteristik ist ganz hervorragend, steht und bricht trocken. Der Lauf ist von der Länge her ideal auf das Kaliber abgestimmt und ich denke, dass diese kleine Büchse keine Wünsche offen lässt. Ich freue mich, wenn dieser kleine Vortrag Ihr Interesse geweckt hat. Aus Erfahrung wissen wir, dass die Gewehre von Theo Jung in diesem Zustand sehr schnell verkauft sind. Deshalb, wer Interesse hat, eine, wie ich glaube, wirklich der letzten noch haben zu wollen und sein eigen zu nennen, sollte sich schnell bei mir melden. Noch ist sie verfügbar. Und ich freue mich auf Ihren Anruf oder Ihre Nachricht. Herzlichen Dank, Ihr Ralf Paschen für Jagdhaus Wilhelmshöhe.